Hallo liebe Internetfreunde und herzlich willkommen zurück in der Stadt Glass in Mirror's Edge Catalyst. Wir sind zurück mit der nächsten Folge dieses schönen Spiels, dem Nachfolgeprojekt von Mirror's Edge, das ja wahrscheinlich den meisten ein Gebrauch sein wird. Nee, ein Gelauf. So, in der letzten Aufnahme haben wir ja nur ganz kurz mal reingespielt. Das war einen Tag nach dem offiziellen Release in Europa. Jetzt machen wir quasi weiter. Wieder mit einer ein bisschen unter Zeitdruck bedingten Aufnahme. Deshalb wird die ein bisschen spontan sein. Das heißt, ich werde jetzt wieder nur eine Folge aufnehmen und nicht wieder am Stück. Damit ich die auch wieder zeitgerecht rausbringen kann. Ich bin eh schon um 3 Tage verspätet, weil ich schätze mal, das kommt am Montag raus, diese Folge. Wenn sich Faith nicht bis dahin alle Knochen bricht. Auf der Stelle! Nee, Rückzug zur Hölle, haben wir ja in der letzten Aufnahme auch schon angemerkt. So, also eine zeitbedingte Aufnahme. Finde ich aber nicht mal so schlecht, wenn das ein bisschen aktueller gehalten wird. Das hat schon irgendwie was. So, wir sind auf der Flucht immer noch vor diesen Kasek-Typen, den räudigen Rüpeln, die uns immer im Nacken sitzen und da immer so Mundgeruch haben. Ekelhaft. So, irgendwie bin ich auch ekelhaft, weil ich kriege nichts geschissen. Ich hoffe, dass die technischen Flatulenzen soweit ein bisschen behoben werden konnten. Ist alles nicht so leicht, weil hier das Spiel ja auch in 4K angeboten wird und die Auflösung ja wirklich recht hoch ist. Und nun ja, ich versuche, dass ich jetzt alle Frames rauskitzeln kann, die ich hier irgendwie rauskitzeln kann. Und schauen wir, dass wir hier gut vorankommen. So. Wow. Ja, hast du. Zumindest vorher. Ja, du hast sie abgeschüttelt. Ein paar kleine Leckspitzen wird es wahrscheinlich trotzdem noch geben. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber das ist nicht so leicht bei einem Spiel solcher Güte. So. Kleine Ladezone. Hallo? Hier geht's rein. Sehr gut. War nicht rot markiert. War ich verwirrt. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Ja, genau, wer bist du? Du bist doch abgestürzt im Meer, du. Ich bin in hier aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du hast deinem Vater eine Menge Sorgen gemacht. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Vorsichtiger? Warst du nicht der Typ, der mit Wachsflügeln gegen die Sonne geflogen ist und dann abgestürzt ist? Ha! Icarus, was für ein beschissener Name! Icarus. Okay, erledigt. Oh, schöne Grafikfehler auf seiner Weste. Tja. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Wir haben immer eine Wahl, aber diesmal nicht. So, ich krieg das hin. Icarus. So. Schwerer Angriff. Mit der linken Maustaste. Und nochmal. Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du die Schläge. So. Ah. Lass uns anfangen. Ja, das hat ja toll funktioniert. So, stolpern. Und der fliegt hier runter. Naja, so hoch ist das nicht, aber egal. Die halten ja nichts aus, die Typen. Bin ja schwach. So erwische ich zwei auf einen Schlag. Das gefällt mir sehr gut. Durch hier. So. Ich bin überall und nirgends. Merkt ihr das? Könnten wir nicht die Straße nehmen? Attacke. Bensei! So, ich bin ein Ninja. Ja, direkt in die Eier. Wir brauchen Eier. So. Sehr gut, Faith. Weiter so. Weiter so. Ordentlich auf den Kopf. Oder in, die Magengrube. So. Vergiss nicht, deine Umgebung zu nutzen, wenn du. Nein, das vergesse ich nicht. Ich bin Faith. Ich kann das. Und zack, rüber. Ich bin echt überrascht, Übergangsangriff.
Wir können vermutlich vom Glück reden, dass ihr nicht wissen wird. Wer ist Phoenix Carpenter? Fuck, das war abzusehen. was heißt Überraschungseffekt? Vorführeffekt, so heißt das. Nun denn. Dann weißt du wieso. Das kriege ich noch. Ja, mit dem werde ich mich wohl so schnell nicht anfreunden, dass man von Geländer in den Wallrun übergeht. Das finde ich ein bisschen tricky. Da steht hier Gyxra. Gyxra! Alter, willst du mich verarschen? Ich hatte schon Sorgen, was ich alles in diese Aufnahme reinbringe, also in diese Folge, in diese zweite Folge, aber es sieht noch nicht so... Jawohl. So vielversprechend aus, wenn ich jetzt... Da willst du mich verarschen! Ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine mit... Wallrun und... von Sprungbrett und Wallrun, das ist... So, jetzt aber, hier, auf den Kopf. Ah, ich hatte Angst, was ich alles in diese... Dass ich nicht genug in diese Aufnahme reinbringe. Nicht ohne Grund, wenn wir hier 5 Minuten an einem Sprung sitzen. So, fortfahren. Ich bin bereit, Noah. Du warst schon immer eine gute Kämpferin. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Beförderung jederzeit. Und zack. Ich bin sowas von drin. So, und er ist in der Wand. Ja, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Genau, du sagst es, Faith. Eins noch. Wow. Ich hab eben deine Spezialeinheit erwähnt, die zum Einsatz kommt. Eine Spezialeinheit? Eine tja, die kann mich mal, die Spezialeinheit. Ich bin auch eine Spezialeinheit. Ich spezial dich aus dem Fenster. Da geht's ein bisschen runter. Das war nicht so klug. So, tschüss. Und rüber da. Wie ging das so? Jawohl, perfekt. Zack. Gute Nacht. Was war das? So, jetzt. Control. Nichts hier, Control. Wow, 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 wow. Der kriegt eine auf den Kopf. So. Natürlich wieder klar, dass es in der Aufnahme nicht so läuft wie in den Testaufnahmen. Von der Flüssigkeit her, das ist auch wieder Schicksal. Naja, gut. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir am Anfang eher kürzere Folgen haben, um einfach mal ein bisschen durchprobieren zu können. So, wer bist du denn? Das war unterhalb der Gürtellinie, du Wichser. Negativ, Control. Ich kann sie nirgendwo sehen. Aber das kann sie unmöglich überlebt haben. Wie das? Beweg dich jetzt nicht. Doch, ich geh jetzt rauf und hau dem Lassen Typen in die Fresse. Ausgraben. Ich hab Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig. Also gut. Wieder von vorne, wieder rauf den Weg hier. Finde ich cool, hier überall die Fußabdrücke. Wir waren offensichtlich nicht der erste Runner, der hier seines Weges gegangen ist. Cool. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dass du Kasek derart verärgert hast. Das ist ja schließlich deine Spezialität. So, natürlich. Leute verärgert ist meine Spezialität. Es scheint, haben sie ihr Kampftraining verbessert. Ach was, der Typ konnte doch gar nichts. Ich konnte eben nichts machen. Weil mich das Spiel aufgehalten hat. So. Nutze den Aufzugschacht, um aufs Dach zu kommen. Das letzte Spiel hat auf dem Dach geendet. Hier fangen wir am Dach an. Ich komme nach Hause. Keine Sorge, Noah. Ich bin sofort hier.
So. Wallrun und rauf da. Da scheint die Sonne durch. Wow. Jetzt sieht sich einer das an. Mirror's Edge Catalyst. Was für ein Anblick. Faith? Ja, was ist? Natürlich. Ich war ja noch nie hier. Flugzeug. Ein überdimensionales Windrad. Riesige Türme. Eine instabile Framerate, was mir nicht so zur Freude gereicht. Und viele Autos, die in... Wow. Überschallgeschwindigkeit über die Autobahn rasen. Kann man das noch Autobahn nennen? Das ist ja, glaube ich, eine Flugzeugstartbahn. So, weich gelandet. Fokusschild. Durch Free-Running-Aktionen baust du einen Fokusschild auf, der dich im Kampf vor Schaden schützt. Aha. Verlagerung. Eine schnelle Beschleunigung, durch die rasch ein Fokusschild aufgebaut wird. W plus rechte Maustaste halten, um eine Verlagerung einzusetzen und die Geschwindigkeit aufzunehmen. Mach ich. Cool, eine Baustelle. Ich probiere hier, dass hier alles nachlädt, damit das vom Rendering keine Flatulenzen geben kann. So, und jetzt wieder Wind. Rüber und rüber. Noch ein letzter Blick raus hier, bevor wir wieder reingehen. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Cool. Ich bin jetzt auf dem Weg durch den Tower. Also übernehmen dann noch kurz eine Lieferung. Ja, mach du nur. Gut, Icarus. Wir müssen noch ein Spiel zu Ende bringen. Ich gehe doch nicht über die Treppe rauf. Ich bin doch keine Treppensteigerin. Ich bin Faith. Ich bin Freerunnerin. Sollten wir dafür sorgen, dass du wieder in die Welt eingeführt wirst. Ich habe einen Run für dich, mit dem wir das hinkriegen müssen. Und rüber. Windräder, cool. Da geht kühle Luft durch. Alter, sieht hier geil aus. Wie war's im Knast? Ja, scheiße. Wie soll's denn sein im Knast, hä? Die sieht ein bisschen aus wie Celeste aus dem alten Teil. Tja, ich lebe doch. Und das Leben wartet jetzt auf mich. Das ist mühsam jetzt mittlerweile. Ein bisschen mühsam. So, jetzt aber. Eben mit Noah sprechen. Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Dann, du blöde Kuh. Nett hast du es hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Vogelmann. Der Mann hat doch einen Vogel. Neue. Er ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Er ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter.
Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Natürlich. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Fee. Ich denke, dir wird gefallen. Ich bin jetzt gerade durch die Tür durch und er funkt mir wieder zu. Ja, das ist irgendwie komisch. Das ist lange her. Schuhe. Lass uns später mal in Ruhe quatschen. Machen wir gerne. Na, können wir gerne machen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Cool. E, abspielen. Ganze Playlist. Fetzig. Ja, okay, das kann man anbieten, glaube ich. So. Interagieren. Meine Klamotten. Nomad hat sie vorbeigebracht. Ja, genau so muss das sein. Schade, dass ich mich nicht in dem Spiel sehen kann. Ein Upgrade-Punkt. Tab, um Upgrades zu kaufen. Bewegung, Kampf, Ausrüstung. Fortschrittbildschirm. Eine Übersicht über Faves Fortschritte und verfügbare Upgrades. Wähle ein Upgrade aus, um weitere Informationen zu erhalten und es zu kaufen. Fortsetzen. Upgrade-Punkt verwenden. Upgrade-Punkte erhältst du, indem du durch die unterschiedlichen Aktivitäten in der Stadt Erfahrungspunkte, Klammer EP, sammelst. Jedes Upgrade erfordert einen Upgrade-Punkt. Kaufe jetzt die Beat-Karte. Die Beat-Karte ist, glaube ich, unter Ausrüstung. Ja. Beat-Karte. Kaufen. So, die Karte zeigt dir verfügbare Ziele und du kannst mit der Runner Vision festlegen, wie du zu ihnen kommst. Verwende, um heraus hineinzuzoomen, bis du das Missionsziel siehst. Herauszoomen. Und alter Schwede, was ist das für eine Karte, Leute? Ich denke, man kann nachvollziehen, warum dieses Spiel 25 GB groß ist. Alter, seht euch das mal an, Leute. Seht euch das mal an. Huhu. Ich bin gespannt, was das da hinten ist. Sieht ein bisschen aus nach... Boah, wie hieß dieser Planet, wo die ganzen Klone in Star Wars produziert wurden? Kamino, glaube ich. Kann das sein? So, hier. Info, Wegpunkt setzen. Folge dem Rot, sprich mit Birdman, mit Vogelmann, das mache ich gerne. F, Spielerprofil, grüne Haube, Story 4%, Birdman-Route, okay, schließen, zack. Runs überall in der Stadt zu entdecken. Was machen die hier hinten für... mir fehlen die Worte dafür. Was ist das am Boden? Oh, das Standard-Kit. Das habe ich, glaube ich, freigeschalten, indem ich mir das Spiel vorbestellt habe. Schick. Sehr toll. So, und nochmal ein zweites Kit. Das ist, glaube ich, nimm dir dein altes Leben zurück. Runner-Tag. So. Aber wir haben zu tun, Leute. Wir haben zu tun. Wir reden noch, haben wir gesagt. Ja, ja, das. Ich muss aber zuerst mal zum Vogelmann. Hallo? Ach so, hier geht's raus. So. Ich denke trotzdem, dass hier ein geeigneter Punkt zu beenden wäre. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ganz. Oh! Ganz haben wir die Flatulenzen immer noch nicht. Beheben können, aber ich bin zuversichtlich, ich werde immer weiter probieren und dafür sind schließlich die ersten paar Folgen hier. Das trifft sich gut. Ja. Handlangerin. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Dogan erwartet eine prompte Bezahlung deiner Was, da sprichst du? Ja, die wird er auch kriegen. Die sieht nicht besonders gesund aus.
Die ist ja gruselig. Okay, ich glaube, es gibt kein besseres Schlusswort. Können wir die hier runterschubsen? Nee. Riesiger Kreisverkehr, Motorrad, cool. Und? So. Wie sieht's mit der Kohle aus? Ja, halt die Fresse. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich tschüss und habt Spaß. Ciao, Leute. Halt die Klappe.